Hallöchen und willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist wieder soweit. Wir gehen an die Kirmes. Woo! Und ihr kommt mit. Wir sind gerade auf dem Weg. Und ja. Und viel Spaß bei dem Vlog. So, wir sind jetzt angekommen. Und unser erster Stopp ist das Riesenrad. Erster Tag ist vorbei, wir gehen jetzt wieder nach Hause und morgen gehen wir wieder und dann nehme ich euch wieder mit. Bis morgen. Hey, willkommen. Willkommen zu Kirmes Tag 2. Ich bin gerade auf dem Weg zur Kirmes und ich nehme euch heute wieder mit. Heute gehen wir mehrheitlich den Ständen nach, weil die sind jetzt heute gekommen. Die Stände. Und mal gucken. Am Ende vom Video gibt es eh wieder ein Haul, was ich alles erspielt habe, ergattert habe. Genau. Wir sind an der Kirmes angekommen. Heute haben wir wieder Chinesisch geholt. Yum, yum. So, willkommen an diesem Sonntag. Wir sind gerade auf dem Weg zur Kirmes und wir waren gestern nur ganz kurz da, aber es war viel zu voll, viel zu warm. Ich konnte nicht so viel mitfilmen, aber heute sind wir ein bisschen früher unterwegs und ich hoffe, dass es heute nicht so viele Leute hat und ich heute ein bisschen mehr für euch filmen kann. Genau. Das erste, was wir wahrscheinlich jetzt machen werden, ist Essen. Und dabei nehme ich euch mit. Viel Spaß beim heutigen Sonntag. So, wir sind jetzt angekommen, haben uns jetzt gerade Essen geholt. Es gibt heute wieder Chinesisch, vegetarisch und genau. Yummy, das essen wir jetzt.
So Leute, die Kirmes ist jetzt schon vorbei, jetzt schon eine Woche seither. Ich wollte euch nur mal noch kurz zeigen, was ich persönlich gekauft habe. Die Kuscheltiere und all das, was wir gewonnen haben, zeige ich euch jetzt mal nicht. Das ist immer etwas Ähnliches. Aber ich habe mir neue Tunnels und solche besorgt. Die habe ich jetzt schon mal drin. So, voll schön. Dann habe ich noch diese gekauft. Sieht man das? Ja. Diese. Aber ich habe noch keinen Plan, wie ich die reinmachen soll. Genau, dann habe ich mir auch noch an der Kirmes diese Zöpfe machen lassen. Die sind jetzt genau eine Woche alt. Ich habe wirklich alles mit denen gemacht. Ich war auf Bahnen, ich war im Pool. Und die sehen immer noch sehr gut aus. Aber wenn ihr das Video seht, sind sie jetzt draußen. Ich werde sie nachher aufmachen, obwohl ich diese Frisur sehr fühle. Ich liebe sie. Genau, ich wollte eigentlich auch noch Handyhüllen kaufen, aber irgendwann war dieses Jahr Kirmes sehr komisch. Ganz viele Stände gab es nicht. Bahnen waren auch eher so mittelmäßig. Es war extrem heiß und am Samstag war den ganzen Tag so warm und am Abend gehen halt alle und es war sehr voll. Am Samstag konnte ich nur 2-3 Szenen filmen, aber für Sonntag und Montag habe ich versucht zu filmen und freitags. Und nur, dass ich euch jetzt nochmal erklärt habe, wieso das jetzt nur 3 Tage von 4 gefilmt wurde. Ich hoffe, euch hat dieses Kirmes-Video gefallen. Wenn ja, würde ich mit dem Daumen nach oben freuen. Habt noch einen wundervollen Tag, Abend oder wenn ihr das Video auch immer guckt. Ja, bye!